Der nächste Redner ist Gabriel Obernosterer, er ist von der Volkspartei. Und natürlich, liebe Besucher auf der Tribüne, heute sind ja wieder viele Gruppen da. Eine Gruppe Treffpunkt Parlament darf ich recht herzlich begrüßen. Und aus Vorarlberg, aus Feldkirchen, darf ich auch recht herzlich begrüßen. Die Schiller natürlich von unserem Eiern Landsmann, von unserem Finanzminister und von Norbert Sieger. Ein recht herzliches Grüß Gott und natürlich auch alle anderen. Dieser Tagesordnungspunkt, den von mir der Herr Kollege Kreiner ja schon zitiert hatte, muss sagen, ist eine technische Umsetzung, also keine große Aufregung. Ich weiß, dass der Herr Kollege Kreiner nicht rausgehen kann und sagen, diese Regierung hat wieder eine Bürokratie abgebaut und was Gescheites gemacht. Er muss halt wieder ein bisschen Nebensätze machen, was nicht so gescheit ist. Es ist eine gute Sache. Wir kennen die Betriebsvorsorgekasse. Früher hat es die Abfertigung gegeben, die Saisonbeschäftigten sind zum Teil darauf umgefallen, die zweimal im Jahr an- und abgemeldet sein wurden. Jetzt wird jeder einzelne Tag, wie gesagt, wird in diese Betriebsvorsorgekasse gezahlt. Und wir wissen selbst von unseren Betrieben zu Hause, wenn die Mitarbeiter, weil die Saison zu Ende ist, abgemeldet werden, kommen 70 Briefe ins Haus und das an unsere Mitarbeiter und dann landen sie im Papierkorb. Diese Bürokratie hat man abgebaut. Es wird umgestellt, wie gesagt, auf elektronische Mitteilung. Wer will, kann auch weiterhin es schriftlich bekommen und er hat auch eine klare Einsicht, wie dieses Geld veranlagt wird, das nach europäischen Vorschriften natürlich so angebracht wird, damit das auch hundertprozentig sicher ist. Bürokratieabbau, Verwaltungsvereinfachung und wie gesagt für jeden einsichtlich, wie sein Konto bei der Betriebsvorsorgekasse steht. Herr Finanzminister, Sie stehen für Bürokratieabbau und das ist ein einzelner Schritt dazu wieder einmal. Dankeschön. Gabriel Obernosterer von der ÖVP spricht über Vereinfachungen im Bereich der betrieblichen Vorsorge. Künftig wird es nämlich möglich sein, dass man die jährliche Kontonachricht standardmäßig elektronisch bekommt. Wenn man das möchte, ist das aber natürlich weiter in Papierform möglich.